Schön, dass Sie wieder dabei sind bei dem Besten aus dem Katalog. Und ich war ungefähr 16 Jahre alt, als die ersten Videokassetten auf den Markt kamen. Ich habe mich riesig gefreut, endlich mal nicht nur 1, 2, 3 im Fernsehen, sondern man kann den Film anschauen. Den war wieder. Kurze Zeit später war es auch für uns Privatleute möglich, Filme zu machen. Und das wurde mit Sicherheit auch von Ihnen ausgenutzt. Und so sind Tausende, nein, Millionen von privaten Filmen eben entstanden, die heute noch wahrscheinlich auch bei Ihnen zu Hause liegen. Und diese Schätze, die sind jetzt bedroht. Warum? Ganz einfach, weil die Videotechnologie, das weiß man heute, auf Magnetismus beruhen. Und entmagnetisieren, das ist das Horrorwort für Videokassetten, weil sie werden sich, egal wie Sie sie lagern, irgendwann mal zersetzen. Und deshalb sollten Sie, nein, müssen Sie diese Schätze von damals jetzt digitalisieren. Und wie einfach das ist, das wird Ihnen jetzt Ingo zeigen. Ja, das hier ist eine Videokassette. Die ist kaum noch zu retten. Da ist das Band sogar gerissen. Aber auf diesem Band wurden diese Erinnerungen festgehalten. Das ist Magnetband. Das ist also wie mit einem Magneten. Wenn der die ganze Zeit rumliegt, dann verliert er seinen Magnetismus, löst sich auch noch selbst auf. Und hier sehen wir mal die Lebensdauer von Videokassetten. Und Sie sehen, am Anfang geht es noch so die ersten 10 Jahre, aber dann geht es rapide bergab, bis nichts mehr zu retten ist. Und das sind unschätzbare Erinnerungen, die wir hier haben. Also unbezahlbar, was man hier alles auf diesen Videokassetten hat. Man hat vielleicht alte Filme von den Kindern, wie die groß geworden sind, wie sie das erste Mal laufen gegangen sind, von Taufen, Konfirmationen, Hochzeiten, Geburtstagen. Alles findet sich auf diesen Videokassetten. Wir müssen das retten. Und retten tun wir es, indem wir es digitalisieren. Und ich zeige Ihnen, wie einfach das geht. Das ist hier mit unserem ersten Gerät, was ich Ihnen zeigen will. Das ist unser Auvisio. Standalone Videorekorder. Ich halte ihn mal richtig rum, so rum. Kinder leicht zu bedienen. Alles, was Sie machen müssen, ist hier auf der Seite, die kennen Sie diese Stecker von Ihrem Videorekorder, den gelben, den weißen und den roten Stecker reinstecken. Dann schließen Sie auf der Rückseite hier Ihren Strom an, stecken auf der Seite hier eine Micro-SD-Karte rein, die habe ich jetzt schon mal reingesteckt, und dann spielen Sie Ihre Videokassette ab und in dem Moment, wo das anfängt, was Sie aufnehmen wollen, drücken Sie hier drauf. Er nimmt es auf und wenn es fertig ist, drücken Sie nochmal drauf, dann hört er auf aufzunehmen. Das Ganze können Sie auch noch an einen Fernseher anschließen, hier mit HDMI zur Kontrolle. Also Sie sind nicht darauf angewiesen, jetzt irgendwie zu denken, oh Gott, ich glaube, jetzt geht es ungefähr los. Sie können das auf dem Fernseher live verfolgen. Ich habe hier mal einen angeschlossen. Hier, da sehen Sie mal, wie einfach das nochmal ist, hier anzuschließen. Einfach die Kabel auf der einen Seite rein. Hier haben wir ein HDMI, den Fernseher hinten angeschlossen. Und jetzt, wenn ich beim Videorekorder hier auf Play drücke. Das ist, glaube ich, der zweite Knopf von da. So. Jetzt fängt an, das Video zu spielen. Wir sehen es auch hier schon auf dem Fernseher. Ganz, ganz schön ist das. Ne? Das ist, ich denke mal, 30, 40 Jahre alt, dieses Video. Und Sie sehen schon hier diese weißen Streifen. Das ist das, was passiert mit Videokassetten, die über längere Zeit rumliegen. Und da kann man auch nichts mehr gegen machen. Man kann das vielleicht mit Software noch ein bisschen aufbessern, aber das ist so, dass das Videosignal, was noch auf diesen Kassetten drauf ist. Jetzt habe ich hier meinen kleinen Quader, sage ich mal. Und alles, was ich machen muss, wenn ich das jetzt aufnehmen will, ich drücke hier drauf. Sehen Sie, schon geht hier, kann man das sehen, ein rotes Licht an auf der Box und ich nehme es auf. Wir haben hier grün, dass es eben angeschaltet ist und rot, wenn ich aufnehme. Wenn ich fertig bin mit Aufnehmen, drücke ich hier einfach nochmal drauf und schon haben wir jetzt das Signal, das Video, was wir eben aufgenommen haben, hier auf dieser Micro-SD-Karte. Und Sie haben vielleicht festgestellt, dass wir jetzt tatsächlich keinen Computer benutzt haben. Das ist also ein Standalone-Gerät. Viele haben ja Angst vor Computern und kennen sich da auch nicht so gut mit aus. Brauchen Sie hier nicht. Sie haben das jetzt digitalisiert. Es ist digital auf dieser Karte. Und es gibt, wie gesagt, dann können Sie mit diesem Video, das können Sie dann auf sozialen Kanälen teilen, können Sie mit Ihren Lieben teilen. Sie sind ja der Einzige, der das Video hat. Und wenn da jetzt noch die Eltern drauf sind, die Geschwister, vielleicht die Kinder, die nicht mehr zu Hause wohnen, dann können Sie ihnen das Video schicken und sagen, guck mal, ich habe letztes Wochenende mal ein paar Stunden an meinem Videorekorder verbracht und das mal digitalisiert. Was meinen Sie, was die für Augen machen, wenn die dann Bilder sehen, die die selber gar nicht mehr wissen, dass das überhaupt aufgenommen wurde damals mal. Von dir gibt es auch ganz tolle Videos, ja, Diana. Ne? Ich habe auch viel genommen. Diana hat nämlich eine Videokassette mitgebracht von zu Hause. Die will ich jetzt mal reintun. Da sehen wir nämlich Diana als kleines Mädchen und das ist so niedlich. Ich gehe hier mal eben zum Videorekorder, hole die alte Kassette raus und sie Eject drücken.
Ja, so haben Videorekorder früher funktioniert. So schnell waren die, so handlich waren die. Und jetzt kann man einfach die neue Kassette, die nächste Kassette reinstecken. Und wir drücken mal Play. Und dann sehen wir mal hier auf dem Kontrollmonitor. Ui. Hier können wir sehen, was auf dieser Kassette drauf ist. Oh, schön ist natürlich immer Datum und Uhrzeitstempel, wenn die drauf sind. 2000, das ist jetzt ziemlich genau 22 Jahre her. Damals war, ich dachte, du bist erst 22. Ja, genau. Ja, aber ich finde das schön. Meine Ach, du spulst vor. Jetzt kann man zu der Stelle vorspulen, die man aufnehmen will. Ganz genau. Was ich schön finde, nehmen Sie es ruhig komplett auf, weil wenn es einmal digitalisiert ist, kann man es mit kostenlosen Videoschnittprogrammen zusammenschneiden. Man kann aus den alten Sachen, aus 100 Filmen, einen Lebensfilm machen. Ich könnte mir das gut vorstellen, Diana, dass dein Vater das mal macht, zu deiner Hochzeit. Wenn du denn mal heiratest, und stell dir mal vor, aus diesen ganzen Kinderfilmen holt er die Highlights raus und schneidet sie zusammen. Guck mal, das bin ich. Welches? Diese, oh mein Gott, diese. In Schwarz? Ja, das ist sofort der Die Lady in Schwarz. Lady in Grün. Es ist so sensationell. Was war denn das für ein Event, Diana? Das war Fashion Week. Fashion Week? Ja. Wow. Fashion Week. Und wo war das? Komsomolsk-na-Amur, das ist Far East. Das ist so weit von hier. Wiederhol doch noch mal, wie die Stadt hieß. Mein Ingo. Nein, aber was ganz wichtig ist, dieser Videoprepper, den können Sie auch ohne Fernseher, Sie können also nebenher Fernsehschauend benutzen. Das ist nur als Kontrollmonitor gedacht, wenn Sie das möchten. Und jetzt war, glaube ich, Digitalisieren noch nie so günstig. Schauen Sie auf den Preis, 47,49 € für dieses Gerät, mit dem Sie Ihre alten Videoschätze, egal ob vom Rekorder weg oder auch von der Videokamera weg, digitalisieren können mit einem Knopfdruck. Und die Bestellnummer für unseren Videocrapper ist die PX2301 und die 569. Und jetzt kommt noch irgendwo ein Highlight. Ich weiß es nicht. Schauen wir uns mal an. Da kommt Diana den Laufsteg runter. Wow. Doch, jetzt sieht man es auch. Da jetzt ganz deutlich. Sie sehen hier schon die Einblendung für die SD-Karte. Können Sie am besten gleich mit dazu bestellen. Für kleines Geld, damit Sie die Videos eben auf dieser Karte speichern können. Diana, ich finde das unglaublich, diese alten Aufnahmen zu sehen. Also das ist ja jetzt auch für uns unglaublich spannend. Ja? Und so stellen Sie sich mal vor, Ihre Kinder oder auch vielleicht sogar Videos von Ihnen, die jetzt wieder zu sehen. Hier in dem Fall 22 Jahre danach. Das ist einfach ein Highlight. Und retten Sie diese Schätze. Sie sehen auch hier, der Zahn der Zeit nagt. Ja, lassen Sie es nicht so weit kommen. Übrigens, die Bestellnummer für die Karte sage ich Ihnen noch, das ist die PX9965 und die 569. Und Anschlusskabel ist auch noch mit dabei. Wenn Sie kein adäquates Netzteil mehr haben, haben wir natürlich da auch noch eins für Sie, also das einfach auch noch mitbestellen. Fürs Netzteil notieren Sie bitte die Bestellnummer, die SD2201 und die 569. Ich bin jetzt wirklich gewillt, mich die ganze Zeit umzudrehen und zu schauen, wann die Diana das nächste Mal läuft. Ja, ich meine, das sind alles deine Freundinnen gewesen, ne? Die sind jetzt auch so alt wie du. Hast du noch Kontakt zu denen? Schade, oder? Schade. Die könnte man doch mal wieder suchen. Ja? Einfach mal im Internet suchen und denen dann diesen Film zukommen lassen. Die wissen lassen. Bestimmt nicht, dass es da so ein tolles Video von das gibt. Das ist der Wahnsinn. Hier übrigens sehen Sie die Bestellnummer für unser Netzteil. Es kommt ein Kabel natürlich dazu. Das ist Monika, guck mal. für die Stromversorgung brauchen Sie halt noch herzig. Ein Netzteil. Und so Aufnahmen haben Sie auch noch. Wer jetzt aber einen Schritt weiter gehen will, mit Kontrollmonitor gleich im Gerät und diese einmaligen Aufnahmen, die ja wieder, wirklich, wenn die verloren gehen, nicht wieder zu rekonstruieren, sie nicht wieder bringbar sind. Ja. Jetzt haben wir eben einen Videorekorder mit Kontrollmonitor. Das können wir jetzt ganz ohne Fernseher machen und sehen trotzdem immer genau das, was wir machen, Ingo. Ja, ich habe ihn hier mal auch schon mal angeschlossen. Auch das geht kinderleicht. Hier ist das Gerät. Das können Sie auch. Es ist wieder ein Standalone-Gerät. Das heißt, Sie brauchen keinen Computer dafür. Hier oben stecken Sie die Videosignale rein. Die stecken jetzt noch im anderen Videorekorder. Die nehme ich mal eben raus und stecke die hier rein. Dann können Sie das auch sehen. Kleinen Moment. Ja. Soll ich hier? Ich hab's schon. Geht, okay. Da haben wir hier das rote Kabel, hier das weiße Kabel, die sind für den Ton und das gelbe für das Videosignal. So, da stecken Sie die rein. Hier können Sie aufnehmen, auch auf einem USB-Stick. Hier ist die Stromversorgung, hier ist der HDMI-Ausgang, auch den können Sie, Entschuldigung, der S-Video-Eingang. Und hier haben wir den HDMI-Ausgang, das heißt, auch den können Sie direkt an den Fernseher anschließen. Hier haben wir noch einen Schlitz für eine Micro-SD, für eine normale SD-Karte. Hier haben Sie jetzt die Auswahl, ob Sie auf SD-Karte aufnehmen wollen oder gleich auf einen USB-Stick. Und dann haben wir hier
Sehen Sie? Hier haben wir jetzt das Video von Diana, was sie uns hier gegeben hat. Das spielt jetzt hier ab. Und wenn ich aufnehmen will, muss ich nur hier auf der Seite diesen Record-Knopf drücken. Dann fängt es an aufzunehmen. Ich mache das mal eben. Sehen Sie, hier oben fängt es jetzt an zu zählen. Mhm. Und wenn ich genug aufgenommen habe, drücke ich einfach nochmal drauf. Er ist kinderleicht zu bedienen. Sie sehen, wie wenig Knöpfe der hat. Hier kann ich noch die Lautstärke einstellen. Kann ich noch ein bisschen lauter machen, dass wir auch hören, was da ist. So, sagen wir, jetzt sind wir fertig. Jetzt habe ich es hier aufgenommen. Jetzt hört er auf aufzunehmen. Jetzt kann ich das hier von dem Videostick auch noch direkt abspielen. Das ist eben hier auch noch das Große. Es ist also nicht nur zum Aufnehmen, sondern auch zum Abspielen geeignet, dieses Gerät. Für entweder den S-Video-Eingang oder den ganz normalen Cinch-Eingang. Schließen Sie einfach ein analoges Gerät an, wie wir jetzt unseren Videorekorder. Und dann wird das hier aufgenommen. Kinderleicht. Und wenn ich jetzt hier oben mal auf Mode gehe, dann kann ich hier einstellen, was er macht. Ich kann jetzt hier zum Beispiel abspielen. Sehen Sie das? Mhm. Was hier drauf ist. Das heißt, es ist also auch noch ein Videoplayer. Ich gehe mal zurück hier auf das Video selber. Ich finde das so toll, dass sowas so kompakt ist, so einfach zu bedienen und vor allem alles ohne Computer. Ja, ganz dann, ohne Fremdgerät, das finde ich schön. Ja, ohne nochmal, Fremdgerät. Ganz wichtig, dass ich das jetzt digitalisiere. Wir sehen diese unwiederbringlichen Schätze von Diana und solche haben Sie auch. Da nagt der Zahn der Zeit drauf. Und ich bin mir ganz sicher, deine Eltern haben unglaublich auf diese Kassetten aufgepasst, wahrscheinlich auch immer schön trocken und gut gelagert. Mhm. Aber trotzdem, Entmagnetisierung ist hier leider das Zauberwort. Und das passiert auch mit Ihren Kassetten, egal wie Sie die gelagert haben. Deshalb ist jetzt 11:55 für Ihre Erinnerungen, die sonst unwiederbringlich verloren gehen. Und nochmal, die Vorteile vom Digitalisieren. Das ist übrigens auch Diana mit ihrem Mamutschka. Ja. Ja, wie heißt Mama auf Russisch? Mama. Auch Mama. Ja. Auch Mama. Gut, also gut. Also mit ihrer Mama. Also auch hier sehen wir Datumstempel. Oh. Das war noch 5 Jahre vor ihrem ersten Catwalk. Ja. Das war 1995. Ja. Also das ist so, das ist Geschichte, die erzählt wird. Da geht es ja wahrscheinlich nach 2000 noch weiter. Oder zwischendrin ist eine Taufe, eine Einschulung. Und solche Kassetten haben Sie auch. Digitalisieren Sie diese. Und mit diesem Videorekorder ist es unglaublich einfach. Ihr seht euch aber schon ähnlich, ne? Ja. Deine Mutter und du. Seid ihr vom Typ ähnlich? Kannst du so gut kochen wie deine Mutter? Ich weiß nicht so gut, aber ja. Aber ehrlich zu sein, ich bin Vaters Tochter. Du bist Vaters Tochter. Mhm. Schauen Sie mal hier, sind doch unglaubliche Aufnahmen hier. Diana tanzt schon auf einem wunderschönen Teppich. Der Teppich ist der Hammer, ne? Und das da hinten ist dein Papa? Ja, er isst Borscht dort, glaube ich. Aha. Borscht ist diese rote Beetesuppe, ne? Russische Suppe, ja. Wissen deine Eltern, dass du die Aufnahmen hast? Was? Wissen deine Eltern, dass du diese Aufnahmen hast? Die Kassette hast du von deinem Vater bekommen, oder? Ja. Oder ja. Hast du stibitzt heimlich auf dem Schrank? Vom Vater. Ja, aber ganz wichtig, alle Kassetten, alle digitalisieren. Weil wir sehen es an der Qualität, die leidet. Und zwar ohne Zutun. Und deshalb muss man es jetzt digitalisieren. Und nochmal, dann können Sie es bearbeiten, vervielfältigen. Ein Tipp noch, Ingo, den wirst du gleich bestätigen, denke ich. Wenn Sie es digitalisiert haben, machen Sie noch ein sogenanntes Backup. Ja. Weil eigentlich sind digitale Dateien nicht zu zerstören, aber der Datenträger könnte kaputt gehen. Du suchst jetzt wieder eine Stelle, was kommt noch? Ich weiß nicht, das sehen wir. Ich mache das mal auf dem großen Fernseher, das ist dann einfacher zu sehen. Das ist halt das Tolle, ich kann hier auch einen großen Fernseher anschließen und dann sehen Sie, geht hier das Bild aus und wir haben es dann auf dem großen Fernseher. Das ist dann natürlich einfacher zu suchen. Dann können auch alle zusammen gucken. Sie spult es gerade noch vor. Ja, ja. Wir schauen gebannt und Sie können schon mal die Bestellnummer notieren. Das ist die NX6154 und die 569. Aber ich habe gerade einen Schriftzug über der Bühne gesehen. Das hätte mich jetzt auch interessiert. Was hast du gesehen? Weiß nicht, oben stand irgendwas. Ich konnte es nicht lesen. Das heißt Salvador. Salvador. Ah. Aha, okay. Wunderschöne Aufnahmen.
Mensch, wenn die verloren gehen, das wäre ja so ärgerlich, oder? Das wäre so ärgerlich. Und Sie können es jetzt eben digitalisieren ohne einen Computer, ganz einfach. Sie können das Video dann auch auf DVD brennen und mit Ihren Lieben teilen, die eben keinen Computer hat. Hier sehen Sie, das Bild haben wir jetzt eben alles, was hier auf dem kleinen Monitor wäre, ist jetzt hier auf dem großen Monitor. Und Sie können den sogar hier direkt von dem Memory Stick dann hier auf dem großen Fernseher abspielen. Es ist ja auch ein Videoplayer. Das heißt, Sie brauchen im Prinzip gar keinen Computer, auch um sich das dann später digital wieder anzugucken. Oder Sie können es digital bearbeiten. Dann brauchen Sie nicht so lange durchzuspulen wie Diana jetzt. Aber es ist halt so, da kann man die besten Szenen rausschneiden und Chapter machen. Da kann man so viel Spaß mit haben. Und wichtig ist, man hat ja trotzdem noch das Original. Man zerstört es ja nicht. Man schneidet, aber nicht das Original. Das ist immer noch da. Ja, egal, was Sie damit machen. Tausendmal verschenken und es immer noch haben. Das ist der Vorteil am digitalen Zeitalter. Und nutzen Sie diesen Vorteil. Und Sie können es so oft abspielen, wie Sie wollen, weil kein mechanischer Abrieb ist, wie jetzt bei Videokassetten. Es sind keine Magnetbänder mehr, die sich selber zersetzen. Überlegen Sie mal, Sie haben diese Kurve gesehen, die geht rapide nach unten. Da zählt, also ich möchte schon fast sagen, jeder Tag, den man das nicht macht. Aber es macht so einen Spaß, diese alten Videobänder durchzugucken. Diana ist ganz gebannt und lächelt hier vor sich hin. Das sind Erinnerungen, die sind unwiederbringlich. Hast du eigentlich gewusst, dass es dieses Jahr einen großen Geburtstag im Januar gab? Aha. Nämlich im Januar vor 40 Jahren wurde der erste Videorekorder weltweit auf den Markt gebracht. Ja? Also das war 1982. Meine erste Hochzeitkleid. Deine erste Hochzeit. Und die letzte. Wen wolltest du damals heiraten? Ich weiß nicht, vielleicht. Weißt du nicht mehr? Jemand, ja. Nee, ich wollte jetzt gerade fragen, hast du das Kleid noch? Aber schön. Oh, ist das. Bist du das hier in Weiß? Ich sehe es jetzt nicht. Nein, ich glaube, ich komme nächstes. Du kommst erst noch. Mhm. Du stehst noch hinten in der Warteschleife. Okay, aber schauen Sie sich das an. Am 15. Juni 2000, übrigens, finde ich jetzt auch ganz lustig, ist der Geburtstag meiner Tochter. Der 15. Juni 2000, ja. Jetzt weiß ich, was du gemacht hast am Geburtstag meiner Tochter. Es wurde gefeiert, dass deine Tochter geboren wurde. Ja, genau. Das wurde hier mit einer Modenschau gefeiert. Mensch, wir könnten da jetzt noch stundenlang zuschauen. In Ihnen geht es mit Sicherheit ähnlich. Ja. Digitalisieren Sie diese Schätze. Und so einfach war es noch nie wie mit diesem Videorekorder. Und ich behaupte auch mal so günstig für uns Otto-Normalverbraucher noch nie. 113 Euro, das ist ein Preis, den man gerne zahlt, wenn man damit solche Aufnahmen retten kann. Und jetzt nochmal, stellen Sie sich mal vor, Sie haben so Aufnahmen von Ihren Töchtern, die vielleicht ähnlich alt sind wie Diana. Und die nehmen Sie, digitalisieren Sie, schneiden Sie zusammen. Und die werden dann an einem runden Geburtstag oder an der Hochzeit vorgeführt. Also da ist eins sicher, die Gänsehaut und die Tränen, die das Gesicht. Ja, ich meine, wir kriegen hier schon Gänsehaut, wenn wir Diana sehen. Ne? Was meinen Sie, wie das Ihren Freunden und Verwandten geht, wenn die sich selber sehen? So, jetzt können wir hier noch eine größere Speicherkarte einlegen, bis zu 128 Gigabyte. Und da haben wir Ihnen einfach eine damit dazu gemacht. Die ist so super günstig, 22,79 €. Bestellen Sie es dazu. Speichermedien braucht man sowieso. Nicht nur für unseren Videorekorder, für Dashcams, für andere Kameras und. Man kann heutzutage alle Daten auf einer solchen Markenkarte speichern. Jetzt kommt Diana. Jetzt wissen wir, wie Diana und mal ungefähr aussehen wird. Alle diese Kleider meine Mama hat gemacht. Echt? Ja. Wow. Boah. Das ist ja Wahnsinn. Sie hat gesagt, diese Rose, die hat nachts immer gemacht. Das war so schön. Ey, guck mal, das ist spitze so mit so aufgenähten grünen Rosen. Und die Haare. Frisur hat sie auch gemacht. Also das ist ja jetzt unglaublich, solche Erinnerungen. Jetzt wissen wir alle, wie Diana an ihrer Hochzeit mal aussehen wird. Ingo dann als Blumenkind mit Blumenstreu. Ach, das ist doch schön. So einfach ich möchte mal das in meine Erinnerungen schwelgen. Tun Sie das auch, schwelgen Sie in Erinnerungen, aber während Sie das tun, digitalisieren Sie die Karte bitte nicht vergessen, die mitbestellen. Einmal Videorekorder oder auch Videocrapper. Beide Geräte helfen Ihnen, solche Schätze, die Sie sicher auch noch zu Hause haben, eben zu retten. Es ist ein Erlebnis. Wir werden es wahrscheinlich noch eine Weile, solange es unser Zeitplan zulässt, hier sitzen und noch weiter zuschauen. Ich bin gespannt. Hast du dich dann nochmal umgezogen? Kommt dann nochmal was? Ich bin natürlich. Was kam als nächster Durchgang? Ich glaube, meine Cousine auch hier. Sie macht Sport, Akrobatik und so. Oh, das auch noch? Also zeigen wir nächstes Mal. Es bleibt spannend und für Sie wird es genauso spannend, wenn Sie Ihre alte Videoschätze anschauen. Aber nochmal, digitalisieren Sie dabei und das ist ganz einfach möglich.